Unsere Roberta ist im Mathematikgebäude auf den Spuren der 3D-Technologie von morgen unterwegs. Wie man Mathe und Technik spielerisch erlernen kann, erklärt uns die Initiatorin des Schülerlabors, Katja Biermann. Roberta ist eine spezielle Form von Robotikkursen. Das heißt, es sind Kurse, die speziell auf Mädchen ausgerichtet werden, um diese für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Man bekommt eine Anleitung, wenn man die Roberta zusammenbauen möchte, und man braucht in etwa 45 Minuten. Das ist eine fertige Roberta, die wir hier sehen. Die ist gebaut mit dem Lego Mindstorm-System. Und das sind genau solche Roboter, die Schüler bei uns bauen. Mathematik braucht man überall. In jedem technischen Studiengang ist es halt die Grundlage für alles. Wenn ich eine Roberta programmiere, dann ist da auch ganz viel Mathematik dabei. Natürlich auch das logische Verständnis sozusagen, wie ich an die Aufgabe rangehe. All das sind Voraussetzungen, die man als Schüler braucht, wenn man ein technisches Fach studieren möchte. Vom Roboterbau nun zum 3D-Druck. Diplom-Ingenieur Samuel Jericho wartet schon auf uns. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener 3D-Drucktechnologien. Manche funktionieren mit Wachs und Belichtung, manche funktionieren mit Pulver und einem Laser, manche funktionieren mit einem Pulver und Verkleben, so wie unserer. Und wiederum andere funktionieren mit, das nennt sich FDM, das ist ein Verfahren mit einem Kunststofffaden. Beim Druckvorgang wird das Gipspulver zum Teil mit einem farbigen Kleber per Tintenstrahldruckverfahren vermischt. Schicht für Schicht entsteht über einen Zeitraum von mehreren Stunden ein 3D-Objekt, das zum Schluss aus einem Gipsbett ausgegraben werden muss. Der 3D-Druck ist für die Automobil- und Technikindustrie schon jetzt die Technologie der Zukunft, um Werkzeugelemente gezielt und unabhängig zu reproduzieren. Die gedruckten Objekte sind Preise für den Dies Mathematicus. Das Objekt beschreibt die mathematische Boy'sche Formel und wird an die Gewinner des Mathe-Tages verliehen. 3D-Objekte, nicht schlecht. Aber sehen wir hier schon sowas Ähnliches wie Kino? Oder doch das Portal zu einer anderen, virtuellen Welt? 3 Leinwände, 4 Kameras, 6 Beamer, 2 extra beschichtete Spiegel und 4 Computer ermöglichen eine solche Projektion. Durch Polarisation wird das Licht aus den Beamern gefiltert und über die Spiegel auf die Leinwände projiziert. Die 3D-Brillen selbst haben auch zusätzliche Filter, mit denen wir die gebrochenen Lichtwellen sehen können. So entsteht auf den Leinwänden ein 3D-Effekt. . 2011 verstarb Eisbär Knut aus dem Berliner Zoo unter ungeklärten Umständen. Mithilfe eines CT-Scans wurde der Kopf digitalisiert und konnte im Portal analysiert werden. Eine Art epileptischer Anfall soll die Todesursache gewesen sein. Was mit dem Kopf von Knut funktioniert, könnte in ferner Zukunft Pathologen dabei helfen, ungeklärte Morde aufzudecken. Die neueste Innovation der Wissenschaftler? Eine 3D-Brille für die Spielewelt von morgen. Hier fährt man auf einer virtuellen Achterbahn, die selbst abgebrühte Gamer ganz schön ins Schwitzen bringt. Kann ich jetzt hier 360 Grad rumgucken? Ja. Neue Welten tun sich auf. Das geht ja so 100 Meter runter, ne? Schlecht wird Augen schließen. Noch eine Runde? Ja, nicht. Das ist echt unglaublich. Ich habe richtig Herzrasen. Eine spannende Reise in die Zukunft. Ob Roboter, 3D-Druck oder virtuelles Gaming.
Sie alle sind am Puls der Zeit in der TU Berlin. Werde Teil der mathematischen Zukunft und gestalte deine Realität von morgen.